Jared ist ein Typ, der vielleicht aus einem schon ein bisschen wohlhabenderen Haushalt kommt. Er hat, glaube ich, schon in der Vergangenheit auch so Sachen gehabt, in denen, oder Situationen gehabt, in denen er vielleicht auch sehr ausgeschlossen wurde oder so. Weil ich finde, Jared profiliert sich ja auch oftmals viel über, ja, also, ich war ja so beliebt dort, ich hatte ja so viele Freunde und die wollten alle was mit mir machen. Dieses Wochenende mache ich wieder was mit denen. Ich glaube tatsächlich, dass Jared insgeheim auch ein ziemlich einsamer Mensch ist und deswegen vielleicht auch so verletzt ist, als Evan ihn dann auch aus diesem gemeinsamen Ding ja auch ein bisschen rausdrängt, also aus dem gemeinsamen Projekt. Also ich muss sagen, so in meiner Kindheit hatte ich oftmals so diese Situationen von ausgeschlossen werden aufgrund dessen, dass ich natürlich schon mal Hautfarbe war, oftmals ein Thema. Und irgendwann hat sich dadurch bei mir dann auch so eine Art Schutzpanzer eben aufgebaut mit meinem Humor. What made you so funny? My trauma. Ich kann jetzt zurückfeuern gegen das, was sie sagen. Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, okay, dann lasse ich sie mit mir lachen. Er ist, glaube ich, jemand, der lieber zeigen würde, was er kann. Er würde dafür wirklich gerne mal offen ehrlich gefeiert werden und appreciated werden. Und ich glaube, Jared möchte wirklich auch mal Freunde haben, die eben nicht oberflächlich sind, beziehungsweise die sein, so sein wahres Ich kennenlernen. Und ich glaube, insgeheim ist Evan für ihn eigentlich auch so ein Freund. Er zeigt's nur nicht. Also Xavier würde einem Jared sagen, sei einfach du. Lass einfach mal ein bisschen locker, lass auch mal zu, verletzlich zu sein, lass es auch mal zu, Emotionen zu zeigen, lass den Leuten mal die Chance, dich kennenzulernen. Ich möchte, dass das Publikum mitnimmt, dass er doch auch noch was drunter hat. Dass die Leute nicht noch rausgehen und sagen, ach ja, Jared, das war ja der Lustige. Sondern auch so, vielleicht Jared, das war auch der, der mal zum Beispiel in einer Paniksituation für Evan da war und ihn beruhigt hat und so und sich nicht nur lustig gemacht hat über Sachen. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.